So, ich bin schon die ganze Zeit dabei, mein Gerät zu entkalken. Ich hoffe, dass das klappt, weil manchmal hat das mir Schwierigkeiten gemacht, als ich das sonst immer gemacht habe. Dann hakte das und hat nicht, ist einmal so quer durchgelaufen, aber hat nicht wirklich entkalkt. Das sieht jetzt auch wieder danach aus, als würde es nicht richtig entkalken, sondern einfach nur durchlaufen. Normalerweise dauert das nämlich viel länger. Es dauert immer nur eine halbe Stunde und das ist jetzt gerade mal 10 Minuten. Ne? Naja, mal gucken. So, ich dachte, ich mache euch mal wieder rein, weil, ja, das Kopftuch, ich habe keine Ahnung, das rutscht alles hier. Ne? Ich habe den Entkalkungsprozess durchgeführt. Ich hoffe, das hat geklappt und auch entkalkt. Jetzt bin ich dabei, den Domol-Milchreinigungsprozess durchzuführen. Meine Maschine hat natürlich ihre eigenen Reiniger. Das ist die von Seco Mulzio, die Maschine. Aber ich habe jetzt mal den Domol geholt. Gegen 2 in 1 Power, gegen Milch, Kaffeerückstände und Milchfett. Ich versuche es mal. Ich habe keine Ahnung, also ob das klappt. Dafür musste ich jetzt 50 Milliliter von der Lösung hineintun. Das sieht man hier an der Skala. Hier ist so eine Skala. Also ich habe das jetzt, die erste Skala habe ich hier drin. Ja, aber ich habe es jetzt gedückt. Ich habe es jetzt runterfallen lassen. Ich Idiot, ne? Wie blöd kann man denn sein, bitteschön? Na toll. Aber ich glaube, das reicht trotzdem. Also, ein bisschen habe ich jetzt verschüttet, egal. Und davon muss ich jetzt 500 Milliliter Wasser nehmen, was auch nicht ganz bei mir reinpasst. Naja, doch, Maximum mache ich. Ne, jetzt habe ich zu viel. Ne, ich habe genau 500 Milliliter. Also genau, Maximum habe ich erreicht. Na gut, dann gucken wir mal, ob ich das jetzt schaffe, das da rein zu machen. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Milchreinigung funktioniert, weil ich habe die Milchreinigung schon ewig nicht mehr gemacht, weil ich das gar nicht benutze mehr, diesen Aufschäumer. Der funktioniert nämlich nicht gut. Ich habe hier noch so ein ganz altes, versifftes Heft von meiner Maschine, Seco Mulzio, so heißt die ja. So, die Milchreinigung, die Milchkaraffe bis zum Füllstand maximal was. Das Produkt in die Maschine mit der Milchkaraffe füllen, die Karaffe in das Gerät einsetzen, den Auslauf nach links mit Symbol herausziehen, einen Behälter und den Auslauf, das Menü drücken. So, das machen wir jetzt mal. Also, alles da rein, das Ding wieder aufsetzen hier. Also, könnt ihr mich bitte verfolgen? So, aber ihr seid zu hoch. Ich muss mal einen tiefer stellen. Genau, und dann würde ich das einmal machen wollen. Ich habe jetzt hier das Ding draufgesetzt und mache das in meine Maschine rein. So, Bismillah. Und dann auslaufen, Behälter stellen. Die Menütaste drücken, auf dem Display nebenstehende Symbol angezeigt. Ne? Menütaste, okay. Dann muss ich die Taste Memo 1 drücken. Memo mit dem Coffee, ne? Ja, drücken, auf dem Display wird das nebenstehende Symbol angezeigt. Ja, habe ich auch. Das Gerät weist darauf hin, dass die Kaffee eingesetzt werden muss. Und der Auslauf da herausgezogen wird. Genau, habe ich auch. Das Gerät benötigt eine Formwärme. In der Phase wird das fertige Gerät. So, ich muss doch die Taste Memo drücken, die aufgeschäumte Milch anzuwählen. Also die Taste Memo nochmal drücken. Okay, die Taste Memo nochmal drücken. Ist das richtig? Ja. Okay, das ist jetzt angezeigt, dass das ausgezogen werden muss. Und dann beginnt der Prozess, wie man sieht, oder auch nicht. Also nicht fokussieren und nicht die Maschine ist auch okay. Dann stelle ich euch wieder aus. So. Und jetzt versucht er sich aufzuwärmen, steht hier. Nach der Ausgabe fordert die folgende Ansicht zum Start des Schnellspülzyklus der Karaffe auf, die Taste Minute muss man verlassen. Okay. Dann müssen wir mal gucken, ob das klappt. Und was da alles so an ekligem Zeug rauskommt.
wie in der Türkei sind die ganzen Dinger immer mit so einem extra Kleber geklebt. Ja. Das geht schnell, die Milchreinigung. Könnt ihr dabei bleiben, wenn ihr wollt. Inzwischen ist es schon 5 Uhr, richtig spät. Gleich muss ich Wasser auffüllen wieder. Was macht er jetzt? Nach der Ausgabe fordert der Ansicht zum Start des Schnellspiels sogar Karaffe mit der Tasse, um das Programm zu verlassen. Hä? Das hat doch noch gar nicht alles reingespült. Oh, Mama. Hä? Jetzt ist das schon fertig? Die Vorgänge ab Punkt 5 bis 9 wiederholen, bis die Karaffe vollständig leer ist. Ah, okay, also alles nochmal. Menü drücken, wie war das dann weiter? Taste Memo drücken, nochmal Memo drücken und dann nochmal, okay. Wiederholen steht da, bis es leer ist, die Karaffe. Ist ja eigentlich nicht ordentlich richtig nass, nur richtig sauber eigentlich. Keine Ahnung. Raus sagt, aber macht es ja auch automatisch. Erst gesagt, oder? Genau, und dann muss ich das nochmal machen, wieder die beiden. Huch, oh nein! Nein! Hallo? Ich habe vergessen, Menü zu wählen, ich Idiot. Ah, wie kann man das denn jetzt abbrechen? Oh Mann! Na toll, jetzt macht er wieder einen Kaffee rein. Egal. Scheiße, ich muss erst mal Menü wählen. Ich Idiot. Naja, den können wir jetzt nicht trinken, ne? Leute, das wird nichts. Schon mal einen Kaffee. Warum ist halt? Kein Problem da. Egal. Sollte so sein. Möchte jemand einen Kaffee trinken mit Milchspülreinigerlösung? Und wahrscheinlich auch noch Entkalker, weil ich will das noch ein paar Mal spülen. Ich auch gleich mal. Und ich will auch das hier noch mal reinigen. Muss ich auch nach dem Entkalken. So, erstmal Menü und dann das und das. So, jetzt. Genau, so geht das. Dann ist es auch durch, glaube ich. Und was muss ich dann machen? Vollständig leer ist, den Auslauf der Karaffe bis zum zurückschieben, Milchkaffeebehälter ab, die Milchkaffeele spülen, mit frischem Wasser bis Maximum füllen, Kaffee einlegen, aufsammeln und herausziehen, den Behälter mit der Auslauf und die spülen, und den Menü drücken, um das Display neben Stimme und Symbol angezeigt. Genau, und dann müssen wir das gleich alles nochmal spülen. Das Ganze nochmal machen, alles dann. Dann muss man es doch mal genauso oft auch spülen. Vielleicht.
Feuer. Ja. Ich lasse ihn nochmal anzeigen. Esk. Genau. Und jetzt müssen wir die Karaffe einmal spülen und wieder frisches Wasser reinmachen. Und wieder bis Maximum füllen. Und dann das Ganze wieder machen, also durchlaufen lassen, bis ein bisschen mehr, nee, das war eben zu wenig, bis das Ganze sozusagen dann gespült ist. Und dann werde ich die Brüheinheit reinigen und das ist richtig kompliziert. Also nochmal Memo, das. Ha. Genau, das machen wir jetzt nochmal dreimal und dann reinige ich die Brühgruppe. Jetzt ist das schon dreckig, ne? Guck, jetzt ist schon dunkel geworden, das Ganze. Und jetzt steht da, jetzt habe ich das dreimal gemacht, die Karaffe ist leer, jetzt muss ich die Karaffe noch einmal voll machen mit Wasser. Und dann muss ich es noch einmal wiederholen, den ganzen Vorgang. Also noch einmal spülen. Also insgesamt muss ich viermal so dann gespült werden. Keine Ahnung. So. Machen wir mal genau, wie das steht. So, also nochmal. Memo. Dumm. So. Noch einmal und dann ist gut. Dann ist fertig. So, und dann muss ich die Dings machen. Diese Kaffee-Fettlöser-Tabletten habe ich nicht. Aber egal. Sind doch schon ganz schön jetzt, ne? Sieht doch schon ganz schön eklig aus. Naja. Hallo, ihr dürft wieder mit mir hier zusammen. Ich habe das jetzt rausgeholt. Die Einheit und jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze zu putzen. Das ist immer eine Sisyphus-Arbeit, ehrlich, und auch richtig anstrengend, die ganzen Ecken alles da herauszufriemeln, die ganzen kleinen Sachen hier. Das dauert immer ewig lange. Einen Holzstab hier genommen, der mir da hilft, aber der bricht immer ab. Shit. So. Das Problem ist halt immer, dass wenn ich das sauber mache hier, dass das dann nicht mehr gut schließt, ne? Im Anschluss. Und dann geht die Klappe immer auf, wenn es anfängt zu malen und ja, irgendwie ist der Wurm drin. Ich muss noch mal einen neuen Holzstab holen. Ach Leute. So, jetzt ist schon richtig spät. Es ist 20 vor 6. Ich bin hier schon anderthalb Stunden dabei, ne? Ja, wenn man das nicht regelmäßig macht, dann ist das halt so. Hilft jetzt auch nichts. Ich versuche jetzt hier die ganzen Ecken sauber zu machen. Weil da bildet sich so ein Schimmel, ne? Und das ist natürlich nicht gut. Das schimmelt hier ganz leicht. Ich habe auch kein Silikon mehr. Man braucht für die Brüheinheit eigentlich Silikon, damit das Ganze gut läuft. Habe ich aber nicht mehr. Deswegen ist es egal jetzt. Ich glaube, das geht auch so. Ich habe schon ewig kein Silikon mehr reingemacht. So, also ich glaube, ich habe soweit alles. Müssen wir jetzt mal das Ganze einsetzen gleich. Die Maschine auch schon überall sauber gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt auch alles. Hier habe ich noch nicht. Den Auslauf will ich auch noch mal machen. Ich
Wassereinlauf hier. Da kann man ja auch heißes Wasser mit produzieren, aber das mache ich eigentlich nie. Immer im Wasserkocher, weil das auch nicht so richtig heiß wird. Das ist ja schon eine alte Maschine. Ich will auch nicht so oft den Entkalkungsprozess auslösen. Vorsichtig. So, jetzt wären wir bereit. Das habe ich auch noch mal richtig doll überall gewaschen. Das habe ich auch länger nicht gemacht. Ich hoffe, ich habe das alles richtig sauber bekommen. Und die Brüheinheit, die habe ich jetzt hier. Dafür brauche ich erstmal ein Tuch, um das abzutrocknen. Also das hier ist jetzt die Brüheinheit. Die muss richtig trocken sein. Eigentlich muss sie von selbst trocknen, aber das habe ich auch noch nie gemacht, weil sonst natürlich sich der Kaffee wieder dran setzt und schimmelt, dass es nicht richtig trocken ist. Aber das trocknet auch nicht, ne? Das dauert ewig und trocknet doch nicht. Keine Ahnung. Die Brüheinheit hat bestimmte Tassen. Mengen und dann muss das Ding getauscht werden. Und so eine Einheit hat vor 2 Jahren 50 Euro, 60 Euro gekostet im Internet. Ne? Und das wird sicherlich teurer jetzt sein. Habe ich noch nie gekauft, noch nie, muss ich gestehen. Ist noch die ganz alte, ja. Mein Gott, man muss nicht alles kaufen. Ne? Oder doch, ich weiß nicht. Und hier muss eigentlich alles dann eingeschmiert werden mit Silikon. Das habe ich nicht mehr, leider. Damit das Mahlwerk gut läuft, ne? Ja. Ich habe echt versucht, das richtig gut sauber zu machen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Jetzt dürft ihr dabei sein bei der Probe aufs Exempel. Manchmal geht das nämlich auch nicht rein, weil ich zu blöd bin, ne? Oder weil es kaputt ist. Ich weiß auch nicht. Bismillah. So, es hat eingerastet. Ein Glück. Das hat ja geklappt heute. Das ist gut. Der ist ja gut. Und dann kommt diese Auffangschale darunter. Die nimmt so Kaffee auf, der da so ab und zu mal runterleckt. So. Genau. Also das hat eingerastet, ja. Bismillah. Das ist ja toll. Ja, dann folgendes wieder. Dann kommt wieder die Auffangschale rein. Und mein Wasserding noch einmal richtig putzen und der Satzbehälter muss rein. Und dann würde ich einmal spülen wollen. Aber erstmal muss ich den Satzbehälter reinigen. Der ist auch richtig voll. So. Den mache ich auch mal richtig sauber. Immer rein ist, ne? Dann schimmeln wir die Fetzen da drin.
zeigt er auch an, wenn er voll ist. Und wenn man es dann richtig macht, dann geht das auch. Im Idealfall auch abgetrocknet werden, was ich nie mache, muss ich gestehen, nie. Aber heute machen wir das mal. Und dann mache ich die Maschine mal wieder an und dann gucken wir mal, was passiert. Oh mein Gott, fast wäre ihr runtergefallen, weil das wäre schief. So, jetzt. Gut. Das ist noch irgendwie nicht so ganz, wie ich das hätte. Das will ich auch noch einmal tauschen hier. Das Wasser. Obwohl, da muss ja gar kein Wasser rein, da muss ja dann Milch rein, ne? Genau, aber ich brauche jetzt auch keine Milch. Ich will jetzt einfach mal nur gucken, ob das klappt. Das mit der Milch probieren wir beim anderen Mal aus. Ich stelle den da jetzt mal rein. Hinten habe ich ihn ausgemacht am Hauptschalter. Bismillah. Und den mache ich jetzt mal wieder an. Einmal noch wischen, Moment. Es ist 17:45, die Hunde gucken schon ganz unruhig. Hallo, können wir jetzt bitte mal spielen oder was? So, einmal endgültig wischen und dann dürfte dem Vergnügen nichts mehr im Weg stehen. Weil wenn ich ihn anmache, mal gucken, Bismillah, noch mal wieder dahin. Bisher ist noch alles gut. Ich muss ja jetzt noch mal spülen, nach dem Entkalken, das will ich jetzt auch noch mal machen. Wo war das noch mal? Milchaufschäume, okay. Fettlöse. Ja, ich habe schon wieder alles nass gemacht hier, ne? Egal, das schafft er. Entkalken, so. Und dann noch mal spülen, zwei, drei Mal. Um den Spülzyklus zu starten. Taste Memo drücken. Wenn ich Memo drücke, dann spült er mir das ja nicht. Ich glaube, wir haben schon eben richtig gespült, oder nicht? Wie startet man nochmal den? Hier, das muss eigentlich dann geschmiert werden, die Brühgruppe. Das habe ich aber leider nicht. Kaffeelösetabletten habe ich auch nicht. Ich will mal den spülen, bitte. Durch eine Reinigung Kaffeebohnen, das mache ich auch nicht. Eine Brühgruppe habe ich. Deckel, tägliche Reinigung der Milch. Kaffraffe haben wir. Was heißt noch so Ausgabe? Nein, ich will einfach nur spülen. Mensch, Schnellspülzyklus der Karaffe. Nein, nicht der Karaffe, des ganzen Dings. Hä? Aufgeschäumte Milch, Milchaufschwamm. Ja, das habe ich ja nun mehrfach gespült. Schnellspülschluck der Karaffe, Heißwasserausgabe, will ich auch nicht. Tägliche Reinigung des Geräts. Leerschalen täglich ins Wassertanks, okay. Milchkaraffe reinigen täglich, wöchentliche Reinigung des Geräts, wöchentliche Milchkaraffe, Milchaufschäumer, okay. Eine Brühgruppe habe ich gemacht. So, einsetzen. Nochmal spülen. Mann. Verhält den Auslauf nicht ganz maximal.
Ich kann hier einsetzen, Menü drücken. Ich guck mal, Moment. Nee, also weiß ich nicht. Also ich kriege das nicht hin mit dem Spülen. Nur mach mal Menü. Menü. Das Spülen funktioniert so. Das Spülen funktioniert mit dem Ding da, mit der Milchkaraffe. Wird einspülen, bis das Gerät zeigt. Ich verstehe es auch nicht. So, manueller Spülzyklus. Muss doch irgendwie gehen. Also nochmal wieder ESC. So. Manueller Spülzyklus. Hä? Überprüfen, ob das Gerät ist, seitlich die Funktion angenommen. Also die Funktion. Also überprüfen, ob das Gerät am seitlichen Display anzeigt. Tut es. Die Funktion für den vorgemahlenen Kaffee wählen. Okay. Das Gerät zeigt seitliche Display an. Genau, kein Fenster. Die Taste Memo drücken, das Gerät beginnt Wasser auszugeben. Okay, jetzt Memo drücken und dann beginnt sie Wasser. Ja, Diff, toll. Ja. Ja, seht ihr, genau diesen Fehler macht es dann immer, wenn das passt. Es ist immer das Gleiche, ne? Scheiße. Gesehen, das passiert halt immer, wenn ich die Brühgruppe raushole, ne? dann geht die Tür auf und die Brühgruppe geht nach draußen und ich muss es dann richtig doll, muss ich die Tür festhalten, und dass die Brühgruppe wieder reingeht. Da gibt es auch bestimmt Tricks für, aber ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist halt, und früher war es immer so, dass wenn ich den Kaffee, oder es ist immer noch so, ne? Wenn ich den Kaffee drücke, dann muss ich die Tür auch festhalten, sonst springt die Brühgruppe raus. Das macht sie aber schon ewig und 3 Tage, ne? Ja, also das Wasser sieht ja alles andere als sauber aus, ne? Das will man ja jetzt nicht trinken, oder? das ist ja richtig, und da war ja dann nur gespült. Ich hab doch, ne? Das müssen wir noch ein paar Mal wiederholen. Also, wie war das nochmal? Ich muss das an. Automatischer Spülzyklus nicht. Manueller habe ich doch gerade gehabt. Ist wieder weggelaufen hier. So, also. Vorgemahlene Dings. Genau. Und dann das. Auch dann beim Spülen halten, weil er mit dem Mahlwerk arbeitet. Jetzt mache ich das so lange, bis das Wasser klar ist. Muss ja sein. Okay, das brauche ich jetzt nicht mehr. Dankeschön, wir haben schon wieder weggeholfen. Versuche ich das mal so lange zu wiederholen, bis ich sauberes Wasser habe. Das sieht doch schon mal besser aus. Nochmal das und noch. Wenn wir hier jetzt fertig sind, gehe ich ins Schlafzimmer. Ich beziehe die Betten schon mal
und wisch nochmal das Badezimmer durch, leg Handtücher hin und so weiter. Den Teppich müssen wir auch noch hinlegen, das machen wir auch gleich. Dann reicht das, glaube ich. Richtig heiß das Wasser. Was ist jetzt los? Hä? Also, der ist doch gar nicht. Der Satzbehälter ist in Ordnung. Ich wollte, dass ich den Satzbehälter leere. Nochmal. Also, das und das. Gut. Ja. Genau, dann sind wir fertig und meine Güte, dann kann ich hier auch mal wieder sauber machen. Und ein paar Tage ist es immer alles wieder dreckig hier. Gekocht habe ich auch noch nicht, das muss ich auch noch machen. Soll ich das vielleicht als erstes machen, einmal kochen? Weil ich muss auch irgendwas essen, ne? Und der Kuchen muss weg. Deswegen. Das geschafft. Und hier, wieso ist das hier jetzt so dreckig? Ja, wenn man nichts sieht, ne? Da ist mit der Brille sieht man das alles. Ohne Brille sehe ich das nicht. Das ist schwarz da drin. Da ist es schwarz hier zwischen den Kühlschrank-Dings. Und wenn ich keine Brille aufhabe, dann würde ich das im Leben ja nicht sehen. Ne? Gucken wir uns alles schwarz. Also nicht doll, aber schon schwarz. Oh, die Augen nicht mehr hat, ne? Boah, ich habe das nicht gesehen, ja? Ich putze hier doch andauernd. Ich habe das nicht gesehen, dass es hier schwarz ist. Das ist ja echt peinlich. So. Da ist auch ein bisschen schwarz. Leute, die gut gucken können, haben das bestimmt gesehen. Ich habe das nur nicht gesehen, sonst hätte ich es bestimmt sauber gemacht. Mann. So. Jetzt aber. Gleich. Ah, hier kann man was dahinter. Okay. Oh. Wird gleich dunkel. Ne? Ich hasse ja nichts mehr, als im Dunkeln zu arbeiten. Ne? Ich mag das gar nicht, das Dunkle. So. Wir hatten aber auch noch nicht da, weil der muss den Hahn da wieder rausholen, damit ich die Hundelrente rauslassen kann. So. Hier unten ist auch nicht so sauber, muss ich ja mal so sagen. Geht. Hier unten ist nicht so schlimm. Aua! Nein! Oben ist schlimmer gewesen. Okay, aber gut. Nur einmal drüber wischen. Auf den Kopf gestoßen. So. Und dann haben wir das. Ganz schön doll gestoßen. Aua. Das weg. Das dahin wieder. So. Das kann weg. Oh, das ist ganz schön heiß, das Wasser. Das ist ja echt gut. So. Und das kann man auch nochmal wischen hier. Und
bin ich mal noch gespannt auf den Milchaufschäumer. Den werden wir dann auch noch mal ausprobieren irgendwann. So. Vielleicht ist der Hahn ja schon weg. Ich muss mal gucken. Gucke ich jetzt mal. Kaffee drin, nicht mehr viel. Lass mal gucken, den könnte ich jetzt eigentlich auch mal einfüllen. Da ist nämlich nicht mehr so viel drin. Oh, hier habe ich auch nicht gewischt. Guckt mal, hier ist staunlich. So. Fülle ich noch einen Kaffee ein und dann müssen wir neu nehmen. Ne, ein bisschen habe ich noch. Drin, das kann erstmal da rein. So, egal, ich habe keinen Druck mehr. Ich habe keine Lust mehr. So. Jetzt mal gucken, ob der Hahn weg ist. Ob ich meine Hunde da rausholen kann. So. Das ist ein Müll. Das ist auch leer hier. Das muss ich einmal mit Chlor, weil da ist Kalk drin. Chlor rein, dass man das. Die Apfelsinen habe ich auch schon alle gewaschen. Die werde ich mir vielleicht nachher mal pressen, wenn ich da mal Lust habe. Morgen weiß ich es aber nicht. So, ein bisschen einwirken. Ich hatte da noch ein Glas und ich habe auch Teegläser eigentlich, die ich auch noch mal mit Chlor machen wollte, weil die sind auch echt schon alle ein bisschen nicht mehr so hübsch. Das mache ich auch mal. Dann hatte ich hier irgendwo ein Glas. Genau das. Das war auch noch gut. Wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir das auch noch. Der Müll kann aber hier hin, das ist eigentlich sauber. So. Jetzt muss ich mit meiner Klamotte hier aufpassen, denn sonst ist das hier. Mach mir das den Pullover weg. Nicht schön. Ja, ich mache das jetzt, versuche ich das einmal. Ganz vorsichtig. Ah ja, der Gärtner, die Hunde sind hier in Aufregung. Der Gärtner scheint da zu sein. Ja, die fangen an zu heulen. Das ist gut. Lass mal gucken. Ich sehe nichts, aber da die mit dem Schwanz angefangen haben zu wedeln, denke ich mal, dass die den erspürt haben. So. Ein bisschen einwirken lassen und dann sind die auch wieder schick. Sind sie wieder ruhig? Hm. Habt ihr euch getäuscht vielleicht? Jetzt tun wir die Hände wie hier. Einmal aufhören mit dem Chlor. Ich das hier nochmal so sauber alles. So.
Ach, doch kein Gärtner da. Hm. Vielleicht heulen sie eine Röhre raus. Das kann doch sein. Auch gleich noch mal sauber, aber erstmal gucke ich mal nach den Händen. Erstmal nach den Hunden gucken. So, der Gärtner ist da, aber er kommt gleich. Er ist noch da unten mit irgendjemandem beschäftigt. In der Zwischenzeit werden wir dann mal den Teppich einmal aufmachen. Der liegt hier nämlich noch so lieblos in der Ecke. Und den lege ich jetzt hier einmal hin. Und bitte nicht wegen den Hunden. Ja, natürlich, die wollen die raus, aber es ist halt so. Was soll ich machen? Der Hahn ist im Pool, da können die Hunde jetzt nicht frei rumlaufen. Ne? Das ist nun mal so und es ist jetzt auch nicht so schlimm. Die haben ein großes Gehege. Ich bin immer bei ihnen, ich bin direkt hier. Guck mal, die Hunde sind da und ich bin auch immer da. Also es ist, sie haben mich immer, sie sehen mich immer. Sie sind halt nur räumlich so ein bisschen auf Abstand. Das ist alles nicht so schlimm. So, und nun werde ich den Teppich einmal hier hinlegen, da, Schnurzer muss einmal weg. Andere Hunde sind auch in Wohnungen, in kleinen Wohnungen. Da ist es ja auch nicht schlimm, also können die ja auch da sein, das ist auch nicht so schlimm. Das ist ja auch nur für bis Sonntag halt, inshallah. Heute ist ja schon Mittwoch. So, den Teppich versuche ich jetzt einmal hier hinzulegen, ich habe ja schon alles gewischt. Mal Licht anmachen, sieht man dann besser? Ja, ne? Das sieht man besser. So. Also bitte keine Kommentare wieder. Oh, die armen Hunde, das ist nicht schlimm. Die haben da ein großes Gehege und das reicht auch. Und alleine sind sie auch nicht, ich bin ja da. Und untereinander haben sie sich auch. Also alles gut. Bis bald auf dem Anschein. Die haben das so blöd zusammengelegt, dass ich den ganz schwer nur hochtragen konnte, ne? Weil ich ihn mir nicht so um den Hals tun konnte. Naja, hier ist noch ein Dübel. So, das ist dann wieder der andere weiße Teppich, der letzte. Ne? Mehr hatten die jetzt nicht. Zum Glück hat den noch niemand gekauft, seit ich da war. Weil die anderen habe ich ja schon. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich ihn legen soll. Soll ich ihn so legen? Oder soll ich ihn so quer machen? Das ist jetzt nochmal die Frage. Also, so quer wäre ja doof. Er muss ja so liegen. Weil so quer, da wird er ja unter den Schrank müssen. Nee, das muss so sein. Sonst muss ich ihn unter den Schrank tun, das will ich nicht. So muss er ein bisschen unter das Bett leider. Das ist aber auch nicht so schön. So. Genau. So ist richtig, so ist gut. Vielleicht noch ein bisschen mehr hier an den Schrank.
oder vielleicht mittig, dass man sowohl hier reingehen kann ohne kalte Füße, als auch so weit wie möglich am Schrank hantieren kann. Genau, ich glaube, so ist ganz gut. So kommt man warmen Fußes hinein und man kann hier aber auch am Schrank seine Sachen rausholen. Genau, ich glaube, so ist gut. Und hier kann man aber auch dann rein. Ich will hier aber auch noch einen Läufer hin machen, so einen kleinen, ne? Ja, ein bisschen doof ist das hier. Aber ich glaube, es ist in Ordnung, ja. Ich glaube, es ist nicht schlimm. Ich muss jetzt, könnte natürlich noch, aber dann kann man hier am Schrank nicht so gut hantieren. Das wäre ja auch, also man steht ja so eigentlich am Schrank, ne? Dann kann man eigentlich noch ein bisschen hier ran. Moment. Das hier kann ich noch wegmachen. So. Ein bisschen kann man noch weg. Oder? Ja. Aber jetzt liegt das schief. Und dann ist auch noch ein bisschen weiter noch da. Sonst stolpert man da nachher drüber. So ist gut, glaube ich. Ja. Oder? Was sagt ihr? Hier kann ich warmen Fußes hin. Hier kann ich warmen Fußes hin. Hier kann ich auch ran. Die Schränke sind eh leer. Davon mal ganz abgesehen. Hier ist eigentlich wichtiger. Genau, da muss ich das nochmal eben hier unter das Bett heben. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist. Oh je, ja, Scheiße, das ist schwer. Mädchen, ich darf nicht schwer heben, ne, wegen meinem Bauchdeckenbruch, aber das machen wir mal eben jetzt. Nee, also so geht das nicht. Alles wieder zurück. Jetzt nochmal wieder gerade hinlegen. Und dann muss ich es im Sitzen machen. So. Im Sitzen musst du auch dann deinen Bauch richtig anstrengen, wenn du das machst. Deswegen wollte ich es nicht im Sitzen. Aber geht nicht anders. Zu weit. Das ist zu weit. Manu. So. Bisschen klein. So. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, es tut immer weh, ne? Weil ich habe ja den Bauchdeckenbruch, dann darfst du nicht schwer heben. Also sollst du nicht so schwer nicht. Ne? Ist natürlich schon schwer. Ah, Leute, guck mal. Was sage ich? Wenn man das Ding nicht braucht, dann findet man das. Ne? Das lag hier auf dem Bett. Ich weiß auch nicht, was das da sucht. Wahrscheinlich, ich weiß wieder, da oben war ja ein Loch zu machen in der Gardine. Erinnert ihr euch, weil ich dieses blöde Loch nicht gefunden habe, weil eins von den Gardinenringen runtergefallen ist. Und dann habe ich ein neues Loch gemacht, dann habe ich das auf mein Bett gelegt. Ne? Nicht zu fassen. Jetzt habe ich heute, ausgerechnet heute, habe ich einen neuen geholt. Ne? Das ist doch manchmal, also es ist, wenn du es nicht brauchst, dann findest du es. Immer das Gleiche. So, jetzt muss ich einmal das Bett ziehen. Huch, Bismillah, was ist das denn? Mein Unterhemd, jetzt bin ich da drauf gelatscht. Idiot. So, das mal alles dahin. Und das auch. Die Decken wasche ich alle mal, wenn Sommer ist. Die habe ich ja gewaschen, die ist frisch gewaschen, aber die anderen sind gar nicht mal so, dass ich sie waschen müsste, weil die sind eigentlich gewaschen, aber ich habe sie natürlich ein bisschen im Schrank liegen gehabt. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Das Kissen muss aber gewaschen werden. Das ist gar nicht lecker. Ich habe aber frisch gewaschen durch das Kissen. Das beziehe ich dann gleich. So. Genau. So. Hier rum. So. Einfach so. Einfach so.
stellen den Gärtner sofort, ne? Die wissen ganz genau, wenn der kommt. Der war nämlich gar nicht da. Der ist da ganz hinten auf der anderen Seite. Die haben ihn trotzdem gehört, ne? Und er ist nicht mal mit seinem Motorrad gekommen, sondern mit einem Freund. Mit einem Mastwagen. Die hören den sofort, egal wo er ist. So. Ein Kissen habe ich ja schon bezogen, das andere beziehe ich jetzt auch und dann sind wir ready. So, nochmal ein Kissen zu holen. Die waren hier drin, ne? Ah ja. Genau, das ist das andere. Müssen wir eben Kissen holen, Moment. So. Dann habe ich hier einen Bettbezug. Den anderen wollte ich auch noch waschen, habe ich vergessen. Ne? Habe ich echt vergessen. Mache ich jetzt mal morgen vielleicht und schauen wir mal. Trocknet sowieso jetzt nicht. Die kloppen sich da. Nee, der spielt mit der Decke. Müsste ich noch einen haben. Ich habe ja irgendwo noch einen gesehen von dieser Farbe. Ich lasse mich mal eben gucken im Schrank. Mal eben gucken, ob ich das da hinten noch finde. Weil ich bin eigentlich ziemlich überzeugt, dass da noch einer ist. Das sieht schön aus, oder? Das heißt nochmal Staubsaugen und dann ist gut. Ne, das sind die Großen. Die sind groß, glaube ich. Sind beide groß, oder? Ist der nicht auch groß hier? Ein bisschen blach. Ja, was ist für ein Doppelbett? Schade eigentlich. Der ist auch nicht gewaschen, davon mal abgesehen, aber muss ich doch meinen anderen nehmen. Muss ich dann einmal waschen. Na. Nee, das ist ein Bettlaken. Oder eine Gardine oder so, man weiß es nicht. Gut, dann muss ich den anderen Eimer waschen. Naja. Was ist das? Oh, Bettbezug. Nee, habe ich keinen mehr. Oder ich nehme den hier. Nee, ich wasche den einfach, den anderen, und dann ist das so. Zur Not habe ich hier noch so einen großen. Okay, dann staubsaugen wir nochmal und dann haben wir das. Thank you.
das Ding mal. Hier, dann brauche ich nur noch ja, sieht schön aus, oder? Muss ich nur noch die andere Seite einmal beziehen. Ja, schön, so ist gut. Hier würde ich dann noch einen Läufer hin machen. Vielleicht hole ich morgen noch mal ein. Mal schauen. Jetzt gehen wir aber erstmal in das andere Zimmer. Da habe ich dann auch noch mal staubsaugen. Wenn ich dann schon mal dabei bin, staubsauge ich da auch einmal durch. Das tue ich mal hier hin. Heute Morgen habe ich hier gesessen und gearbeitet und dann hatte ich alle Jalousien ja zu. Ich bin ja früh aufgestanden heute Morgen und dann war das, schon hell draußen. Das siehst du dann gar nicht. Ja, hier staubsauge ich auch einmal noch mal kurz und dann sind wir fertig. Habe ich schon eingefüllt ins Badezimmer wieder. Das ist schon aktiv. Das Ding fokussiert mein Kabel, ja. Fokussiert das Kabel und ob der Hahn jetzt weg ist. Na, die Hunde sind ruhig. Wahrscheinlich ist der Gärtner nicht mehr da. Schauen wir mal. So, ich werde jetzt meinen Porre kochen. Es ist gleich soweit und es wird dann zum Gebet gerufen. Also ich glaube, es ist noch 20 Minuten oder so. Und in der Zwischenzeit eben mein Porre, dann kann ich essen. Ich habe noch Nudeln von gestern, das gebe ich gleich den Hunden. So ein bisschen los, nicht viel. Ein paar Reste habe ich noch. So, versuche ich den Porre rauszuholen, der da noch drin ist. Weil da ist ein bisschen Porre drin im Essen, das dürfen die ja nicht. So, das Brett. Was wir gekauft hatten. So. Und dann einmal.
heute richtig müde. Ich habe keine Ahnung warum. Wirklich richtig müde. Jedes Mal, wenn ich mich hinsetze oder so, dann kriege ich regelrecht einen Müdigkeitsanfall. Ich bin früh aufgestanden, ja, aber das trotzdem ist eigenartig. Wahrscheinlich tatsächlich die Wetterumstellung oder so. Ich habe keine Kopfschmerzen, alhamdulillah, heute. Das ist schon mal gut. So, den Topf. Ah, ja. Topf holen. Und dann mache ich das gleich rein. Kann ich das schon mal kochen lassen. Ich glaube, ich mache keine Kartoffeln dazu. Dann sonst ist das zu viel. Kann ich das nicht aufessen. Und ich glaube nicht, dass ich das, ja, morgen doch. Ich könnte das vielleicht morgen noch essen. Aber es ist wirklich viel, das ist so viel Power. Ich mache nur Power. Die Würstchen müssen auch weg, sonst werden die wieder schlecht. Das reicht. So, einmal waschen. Hier wieder die Erweiterung, aber leider nicht. So. Salz. Na, habe ich schon zum Gebet gerufen? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Gebetswaschung noch habe. Ich glaube ja. Wenn man es glaubt, dann hat man sie noch. Das war's. Ein Deckel noch. Ne, ist noch zu früh. Also die Sonne steht noch. Das kann auch nicht so weit sein. Okay, dann haben wir das auch aufgesetzt. Kocht das gleich. Und was haben wir noch zu tun? Erstmal nichts. Da stehen nur noch die Hunde an und dann bin ich fertig erstmal für heute. Die Wäsche noch mal einsammeln hier. Ich hatte ja meine ganzen Kopftücher gewaschen, hatte ich euch das erzählt, und meine Schuhe ist hier auch hingestellt. Ich wollte ja eigentlich mal waschen. Ja, guckt mal. So schön sieht es heute wieder aus. Wunderschön. Ich will hier jetzt unbedingt einmal alles waschen. Dafür müsste ich die Kopftücher einmal alle wegmachen, meine Wäsche einsammeln. Das war ja die Weste, die ich gestern geholt hatte. Das sind die Kopftücher, oder beziehungsweise das eine, das schwarze mit den mit diesen Dingern dran, die ich eigentlich gar nicht mag. Finde ich auch überhaupt nicht schön. Aber ja, das hatte ich ja eingetauscht. Und das waren nochmal die Kniestrümpfe. Ich glaube, die Herren-Kniestrümpfe für 10 Teller.
Das sind die anderen beiden Kopftücher. Normalerweise muss das natürlich gebügelt werden. Ne? Und die Frauen früher haben das alles schön fein säuberlich gebügelt. Dazu bin ich ja viel zu faul. In euer, aber ist nicht so schwierig. Ne? Dieses hier, das ist schwierig hier. Das ist kompliziert. Und auch immer die gleichen. Ne? Früher hat man das auch alles so gemacht, als ich noch in Schirm war. Ja, das ist auch sehr schön, finde ich. Schönes Rosa, auch mal ein anderes Muster, aber es ist zu viel blumig drin, leider. Ich habe das lieber so schlicht wie hier. Ja, und die beiden kennt ihr ja schon. Die Bananenmänner gehen. Ja, sind alle weg jetzt. Das ist der Rock. Das habe ich von meiner Tochter bekommen. Das ist das andere Kopftuch, was ich noch geholt hatte. Ist auch schön in braun, aber das Muster mag ich nicht so gerne. Das sind die Kniestrümpfe, die wir bei LC Waikiki gekauft hatten. Die sind natürlich lang, sind Damenkniestrümpfe. Das war der andere Rock, der ist so ein Jersey-Material, sind aber alle viel zu weit. Die muss ich einmal umändern. Das war mein Kopftuch, das hatte ich ja letzte Woche geholt. Das habe ich auch letzte Woche geholt. Das ist zu warm, ne? Ja, und das war dieses Bonnet zum Binden. War also richtig. Die Decke kann auch jetzt rein. Die Federdecke hat jetzt ordentlich trocknen können, ein paar Tage. Ja, liebe Leute, also so sieht's aus. Heute der Abendhimmel. So, werde ich einmal einräumen alles und dann hier waschen. Die hat es dringend nötig, die Tapas. Richtig dringend nötig. Die Stühle können eigentlich nach unten wieder, aber die Hunde, ne, so hacken die, das ist doof. Aber ich werde sie wahrscheinlich mal nach unten bringen jetzt, sonst kann man unten gar nicht sitzen. Den Winter direkt einmal ab. Mm-hmm.
wir das. Noch mal eben nach meinem Porre gucken und dann werde ich beten. Die habe ich vergessen. So. Das köchelt vor sich hin, das ist okay. Kann ich kurz beten. So, ich habe die Hunde jetzt rausgelassen. Haben noch eine ganze Zeit. Die sind schon eine ganze Zeit draußen. Ich habe schon Videos mit ihnen gedreht, geschartet. Ich werde jetzt einmal hier Wasser einmal durchspülen. Und damit diese Kacke einmal weggeht. Ja, wir haben es nochmal versucht. Und jetzt werde ich angerufen. So, ich mache jetzt einmal, ich spritze einmal Wasser in den Hühnerstall, weil das ist, also in den Pool. Ich habe gesagt, der Gärtner soll es machen. Hat gesagt, ja, ich mache das vielleicht, aber morgen muss der Hahn ja wieder rein und dann muss es ja wieder, es ist ja wieder voll. Aber ich will trotzdem jetzt, ey, lass das, ich kann euch da nicht mitnehmen, die Hunde wollen jetzt mal nicht hier haben. So, geduscht, gebetet und jetzt mache ich mir nochmal mein Porre. Schon echt spät, wie spät? 8:30. Oh mein Gott. Es ist 8:30. Ich dachte, es ist 7:45 oder so. Oh, richtig spät. Ja. Ja. Wir haben noch mit dem Gärtner geredet und ja, besprochen, wie wir das jetzt weitermachen. Jetzt mache ich mir hier einfach meinen Frischkäse rein mit Milch, habe ich ja auch. Und ich wollte den Hunden das Futter geben, hier mein Essen geben, habe ich vergessen, das mache ich gleich. Ich habe den Hunden mein Essen nicht gegeben. Ist aber nicht schlimm, kann ich auch nachher machen. So. Ja, und da haben wir so überlegt, was wir so machen wollen jetzt mit Tieren und eine Kuh. Gerne auch haben. Ne? Also. Und die Schafe, vielleicht kann man die ja, vielleicht auch mal dann, die könnte man ja auch melken, ne? Weil die Schafe geben ja auch Milch, wenn man Mutterschaf holen. Aber die Preise sind richtig teuer hier in Alanya für die Tiere. Also ich werde wahrscheinlich nur Kurban bekohlen, also nur für das, nur zwei Lämmer für Englisch, sondern natürlich für das Kurban, also für das Schlachtfest, weil es ist einfach zu teuer, das muss man woanders holen. Das Alanya ist kein Platz, um Tiere zu kaufen. Und ja, naja, schauen wir mal. Außerdem ist das jetzt auch alles viel zu kurzfristig. Ich denke mal, wir gucken nach Schafen, nach Lämmern für das Schlachtfest. Und mal schauen. Milchschaf werden wir wahrscheinlich nicht bezahlen können hier. Das ist zu teuer einfach. Das ist auch unnötig, ja, so viel Geld auszugeben. Wir haben Verwandtschaft, wir haben Bekannte. Aber hier in Alanya ist es einfach alles richtig teuer. Leider, ja. Alles ist hier teuer, alles. So, ich würde mal sagen, ich mache die Milch mal alle, die werde ich mal jetzt austrinken, weil sonst geht die kaputt. Ich habe mir keine Dings gemacht, ne? Keine Milch habe ich mir nicht aufgeschlagen, also geschäumt. Ich habe ja neue Milch geholt. Ich kann die weg jetzt. Leute, ich habe keinen Frischkäse reingemacht. Haben wir uns verquatscht. Ja. Egal, es macht aber nichts, kann ich jetzt immer noch reinmachen. Bisschen lasse ich. Bisschen zu viel hier. Ich habe ja schon Milch drin, deswegen brauche ich nicht so viel Frischkäse. Kartoffeln habe ich jetzt, wie gesagt, nicht drin.
einmal aufkochen und dann. Da hat jetzt alles schon kalt geworden, es dauert das jetzt aber. Leider. Eier habe ich auch noch, die könnte ich mal eins essen. Ne? Schade, vielleicht auch nicht, wenn Oma mal ein Ei isst. Ja, unsere Hühner haben keine Eier gelegt bisher. Ja, jedenfalls haben wir keine gesehen, also keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es zu stressbereit, alles viel zu stressig hier, denke ich mal. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ich habe den Pool ein bisschen sauber gemacht, aber es war viel zu dunkel. Ich konnte gar nichts sehen und außerdem, ich habe Angst, dass der Gärtner unten seine Sachen stehen hat, da wo der Abfluss ist. Ne? Das spritzt ja alles da raus immer. Nicht, dass ich da jetzt seine ganzen Möbel versaue, die er da vielleicht hingestellt hat durch seinen Umzug. Er hat nämlich gesagt, nee, machen wir nicht. Aber er hat nicht gesagt, warum. Ne? Kann ich da auch nichts für. Ich hoffe, ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe nur so ein bisschen. Naja. Bisschen Pfeffer. Ja, meine Lieben, ich würde mich verabschieden wollen von euch, weil es gibt gar nicht mehr viel jetzt zu berichten. Es ist 8:45 und ich bekomme Kopfschmerzen langsam. Ich werde den Fernseher jetzt anmachen. Ich muss aber noch arbeiten, muss meine Videos noch schneiden. Zum Glück habe ich heute Morgen alles eingestellt, dass ich mich damit nicht aufhalten musste. Die ganzen Vlogs und hast du nicht gesehen. Und dann muss ich meine Shorts noch einstellen, die ich eben gedreht habe. Ich muss meine Vlogs schneiden. Das mache ich gleich beim Fernsehen gucken. Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Und ja, wir sehen uns morgen. Inshallah, in alter Frische wieder. Morgen ist, was ist morgen für ein Tag? Donnerstag, genau. Und dann gucken wir mal, wie das morgen so wird, ne? Gut, dann schlaft schön und wir sehen uns morgen, inshallah, wieder.